Willkommen in der guten alten Zeit. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu eurem Mitarbeiterabend 2016. Herzlich willkommen zu Ihrem, zu eurem Dankeschönabend. Eure Kirchenvorsteherschaft hat sich in wochenlanger Arbeit bei einem geheimen Treffen verabredet, vor neugierigen Augen halten Sie es jetzt fast nicht mehr aus. Gespannt ist unser Leben fast nicht mehr auszuhalten. Jetzt freuen Sie sich unglaublich, das Erprobte zeigen zu dürfen. Heute Abend ist es soweit. Macht euch bereit. Hans, wo ist denn jeder? An euch, ihr sollt euch bereit machen. Unsere Kirchenvorsteherschaft lädt ein zu einer kleinen, besonderen Einlage. Etwas Spezielles haben Sie sich einfallen lassen, um euch in diesem Jahr zu erfreuen. Ein ganz normaler Samstagmorgen in Andresdorf. Betritt er im Glanze seines stattlichen Angesichts den neuen Morgen zu loben, frisch und munter das Gotteshaus. Hören zu wollen. Reinhold betritt den Raum mit
Dem Pfarrer ist das bereits zu viel. So viel Aufregung und Hektik an Bord. Fragt ihr dann demnächst mal Reinhold, was denn los sei. Doch bevor der Nächste noch seine wichtige Nachricht verkünden kann, passieren zwei gläubige Gemeindejungfrauen das Geschehen. Dezent, völlig zurückhaltend und täusch, wie wir es von unserer jungfräulichen Amriswiler Gemeinde vorgewohnt sind, auf dem Weg zum Morgengebet. Der Messmer überbringt seine Nachricht. Der Bischof wird bereits am nächsten Tage die katholische Kirche in Amriswil besuchen und bittet um eine Wegbeschreibung. Die Köchin ist außer sich. Der Bischof wird uns niemals finden. Die evangelische Kirche ist in Amriswil viel höher als hier die katholische Kirche. Der Messner stimmt zu. Es wurden auch schon Katholiken falsch beerdigt. Auch der Kirchenmusiker stimmt dem zu. Seine Korbleute hatten schon manches Mal die Probe nicht gefunden. Ja. Der Pfarrer nickte und musste einsehen, seine Kirchenvorsteherschaft hat recht. Das Problem war schon lange bekannt. Die evangelische Kirche hat eine Wetterfahne. Und wir haben ein Kreuz. Hans, nicht ein Kreuz, ein Kreuz. Die Kirchen sagt, wenn wir wenigstens einen Bügel hätten. Das war die Idee. Finden, den man sich ausleihen könnte. Mitten in der Nacht. Es war schon sehr spät und dunkel. Es war dunkel, so wie es meistens nachts dunkel ist. Sah man zwei graue Gestalten sich dem Kirchturm den Sommerring nähern. Näherten sich im Schatten des Turmes der sommerischen Kirche. Höchst professionell bildeten sie eine Einheit. Zum Glück hatte der Wesenmann das Seil vorbildlich gerade gewickelt. Das Objekt der Begierde thronte hoch auf dem Turm. Gesagt, getan, machten sich unsere wackeren Kirchenmänner ans Werk. Sie erblickten den Gückel auf dem Turm bei Nacht zu Sommerring. Ich sagte, sie erblickten den Gückel bei Nacht zu Sommerring. Die katholische Kirchenvorsteherschaft in Amriswil macht keine halben Sachen.
Wenn Mikro-Duit sonntags geöffnet hat, dann haben wir das auch. Und wenn wir uns einen Bügel holen, dann holen wir uns auch eine Wetterfahne. Nicht auszudenken, wenn der Bischof uns die finden sollte, nur weil eine Wetterfahne ihn fehlgeleitet hätte. Gesagt, getan, begaben sich unsere wackeren Helden zum nächsten nächtlichen Tannkreuz. Sie hören dazu die Komposition von Thomas Hauptnecht, evangelisches Intermezzo am Rispiel in Nachtmoll mit Wetterfahne. Der Pfarrer auf den Tisch.
Er wollte wissen, was diese aufgescheuchten Hühner zu berichten hätten. Da sprach die deutlich jüngere der Jungfrau. Nach dir! Der Bischof sei ja morgen nach Andriswil gekommen. Er habe den Weg über Sommeri genommen. Dabei sei ihm aufgefallen, dass der Turm kein Kreuz und auch sonst keinerlei Schmucke trage. Da habe er aus seinem Gepäck einen grünen Dübel ausgepackt und auf dem Dache des Turmes befestigen lassen. Da sprach die Ältere der Jungfrauen. Er sei dann nach Andriswil gefahren und wäre fast in die katholische Kirche gekommen, habe jedoch bemerkt, dass die evangelische Kirche einen schmucklosen Turm darbiete. Und da habe er dieser seinen grünen Ersatzgübel gestiftet. Und ohne einen Gübel als Geschenk wollte er sich dann nicht mehr sehen lassen und sei direkt nach Solothurn zurückgereist. Außer sich, so eine Enttäuschung und das nach so einer Nacht. Wer denkt, unsere katholische Kirchenvorstandschaft würde in ewigen Griesgram versinken, der kennt unsere Vorsteherschaft schlecht. Kaum eine Woche später präsentierte unser Pfarrer höchstpersönlich der Vorsteherschaft seine Lösung. Wenn alle Türme einen Hügel tragen sollen in Helvetenturgau, so solle die katholische Kirche zu Andriswil dem nicht hinten anstehen. In diesem Bewusstsein für sich und seine Schafe und alle Vögel in so vollem Umweltbewusstsein sollte auch die katholische Kirche Andriswil auf ihrem den Gügel nun haben. Der diesen gefärbt hat, soll aber ein Geheimnis bleiben. Das war die Geschichte, wie die katholische Kirche Andriswil auf ihrem Turm einen grünen Gügel bekam.